Die Prozessanalyse ist die systematische Untersuchung eines Geschäftsprozesses nach Schwachstellen, damit er auf ein bestimmtes Ziel entsprechend erreichen kann. Ziele können die Verkürzung von der Durchlaufzeit sein, die Vermeidung von Fehlern, Steigerung des Volumens oder Ähnliches. Aber wobei es dabei wirklich ankommt und wie man damit genau vorgeht und wie man lernt, diese Verschwendung zu sehen und welche Fehler man vor allem unbedingt vermeiden soll, das verrate ich in diesem Video. Ich grüße Sie. Mein Name ist Axel Schröder und ich beschäftige mich seit rund 25 Jahren mit der Optimierung von Unternehmen. Die erste Frage, die man immer beantworten muss, ist die Frage nach dem Warum. Also warum sollte ich eine Prozessanalyse durchführen, die mich Zeit und vielleicht auch Geld kostet? Was habe ich davon? Vielleicht muss ich sogar erst noch Mitarbeiter ausbilden, die das wirklich können. Habe ich noch nie gemacht. Unsicherheiten sind da. Also warum sollte ich das tun? Was habe ich davon? Und da bin ich jetzt auch wirklich ganz, ganz ehrlich zu Ihnen. Wenn Sie keine Prozessziele definiert haben, dann können Sie den ganzen Aufwand in der Tat auch wirklich sparen. Denn ohne Ziele haben Sie nämlich keine Richtung festgelegt, in die sich Ihr Prozess und Ihre Mannschaft und Ihr Team hinentwickeln sollen. Und die Prozessanalyse wäre dann Selbstverschwendung, also eben für die Katz arbeitet. Und wie man die Prozessziele festlegt, das habe ich in diesem Video ganz genau mal besprochen, auch ganz viele Tipps drin, auf was man achten sollte. Schauen Sie doch auf jeden Fall mit rein. Das ist nochmal eine vertiefte Erläuterung dazu. Aber jetzt gehen wir mal davon aus, Sie haben jetzt Prozessziele, die ein Prozess erreichen soll, Sie aber öfters oder dauerhaft eben entsprechend verfehlt. Also es sind Ziele gesetzt, aber wir kriegen es nicht hin. Und ein solches Prozessziel kann zum Beispiel die Reduktion von Rückfragen und Nacharbeit bei der Erstellung von Kundenabrechnungen sein. Also machen wir mal ein ganz konkretes Beispiel. Der Herr Müller ist jetzt hier in Ihrem Büro und der erstellt Abrechnungen. Und er soll die Abrechnungen an die Kunden fertig machen, muss aber immer wieder bei den Technikern nachfragen, ob alle Positionen erfasst sind, ob die Mengen und die Preise stimmen und ob es durch die Arbeit vor Ort vielleicht Änderungen im Vergleich zum Angebot etc. gegeben hätte. Also, was gewinnt man mit einer Prozessanalyse, die dieses Problem auf den Grund gehen und abstellen soll? Es reduziert zum einen mal das Frustpotenzial vom Herrn Müller, wenn er sich diese ganzen Rückfragen vielleicht sparen könnte. Und es spart vor allem wertvolle Arbeitszeit vom Herrn Müller, macht also diesen ganzen Abrechnungsprozess kostengünstiger. Ja, Prozesse, selbst eine Rechnung erstellen, kosten Zeit und Geld. Weil wenn Sie überlegen, dass da ein Mitarbeiter dran sitzt, der vielleicht die Rechnung erstellt, der seinen Ausdruck, der vielleicht zum Drucker läuft und wieder zurückkommt, sie kuvertiert und danach vielleicht in den Postausgang gibt, dann kostet das wertvolle Mitarbeiterzeit. So gesehen schon in vielen von meinen Kundenunternehmen, bis wir umgestellt haben auf entsprechend elektronische Rechnungserstellung und Versendung. Also, wenn ich mich darum kümmere, diese Rückfragen zu eliminieren, dann beschleunigt es außerdem den Prozess, weil man weniger auf die Antworten der Kollegen warten muss. Die Abrechnungen sind also schneller beim Kunden. Und wenn es korrekte Abrechnungen sind, weil eben alle Fehler von vornherein ausgemerzt worden sind, gibt es auch weniger Beschwerden von den Kunden aufgrund von fehlerhaften Abrechnungen. Das heißt, ihre Kunden sind erstmal zufriedener, weil sie erwarten eine korrekte Rechnung, aber wenn dann die Rechnung fehlerhaft ist, dann sind die ziemlich sauer. Und durch die beschleunigte Abrechnung und die weniger Beschwerden erhalten Sie auch schneller Ihr wohlverdientes Geld. So, und damit sparen Sie in letzter Konsequenz auch Kapitalkosten, weil Sie nämlich geringere Zinsaufwendungen haben, wenn Sie schneller Ihr Geld bekommen. Das sind doch alles Gründe, die sich wirklich lohnenswert machen, diesen Prozess mal genau sich anzuschauen und dieses Problem mit diesen ständigen Rückfragen zu beseitigen, oder? Also, wie geht man jetzt bei sowas tatsächlich vor? Eine Prozessanalyse startet immer mit der Frage, ob der Prozess, so wie er jetzt gelebt wird und abgearbeitet wird, also nicht der Wunschprozess in der Zukunft, sondern so, wie es jetzt tatsächlich ist, qualitativ und quantitativ verstanden worden ist. Und was meine ich jetzt damit? Das qualitative Verständnis ist die genaue Kenntnis aller Arbeitsschritte, die durchlaufen werden, um den Prozess einmal abzuschließen. Also mit all den Rücksprüngen, Schleifen, Entscheidungen, wo man warten muss und so weiter, das muss man sich wirklich mal ganz, ganz genau anschauen. Dieses Verständnis ist die Grundlage für ein Prozessmodell, was all diese Schritte visualisiert. Also wirklich im Klein-Klein, was passiert da tatsächlich? Wir haben das zum Beispiel auch mal bei uns intern gemacht. Da ging es darum, wie man bestimmte Informationen in der Software einträgt, wie oft muss man da recherchieren und wie oft gab es Maskenwechsel und wie viel muss ich mit dem Mauszeiger irgendwo hinbewegen. Das haben wir uns tatsächlich mal ganz, ganz genau angeschaut. Und dieses quantitative Verständnis, das ist dafür, wie sind die Prozessdaten dazu? Ja? Also wie oft wird der Prozess
pro Zeiteinheit, zum Beispiel pro Jahr oder am Tag entsprechend ausgeführt. Also alle Daten, die Sie zu dem Prozess wirklich bekommen können. Oder wie lange dauert es denn wirklich vom Start bis zum Ende? Also die Durchlaufzeit zu ermitteln. Also wie lange dauert es, wo der Herr Müller grundsätzlich die Abrechnung erstellen könnte und bis dann tatsächlich die Abrechnung vielleicht beim Kunden draußen ist. Und wie lange wird daran tatsächlich gearbeitet? Da geht es um die Bearbeitungszeit, weil nicht die ganze Zeit zwischen er könnte was tun, ist es beim Kunden, ist ja die Bearbeitungszeit vom Herrn Müller, sondern nur ein kleinerer Teil da. Weil meistens liegt es dann ja irgendwo in einem E-Mail-Postfach oder es ist noch auf irgendwelchen To-Do-Listen oder wie auch immer. Letztendlich gibt es da ganz, ganz viele Wartezeiten drin. Wie viele Schleifen und Rückfragen gibt es denn wirklich in diesem Prozess? Und gibt es Wartezeiten oder Transportzeiten und wie lange dauern denn diese wirklich? Und das sind all diese Informationen zum Prozess, die sich also in Zahlen und Daten erheben und ausdrücken lassen. Also die qualitative und das quantitative Verständnis zum Prozess erhalten Sie durch die Prozessaufnahme. Und zum Thema Prozessaufnahme und was es da alles für Tricks gibt und wo man vielleicht auch in größeren Betrieben mal schauen muss, wie man mit dem Betriebsrat umgeht, dazu haben wir hier ein ganz tolles Video auch gemacht. Schauen Sie mal mit rein, da greifen wir dieses Thema Prozessaufnahme, wie komme ich dazu wirklich einmal vertieft auf. Schauen Sie mal rein. Und wenn Sie den Prozess, also diesen Ist-Prozess, so wie jetzt gelebt wird, wirklich verstanden haben, dann kann man das ganze Problem ja wirklich zerlegen. Und zwar in meinem Beispiel ging es ja um Rückfragen zu den geleisteten Arbeit im Vergleich zum Angebot. Also der Herr Müller, der die Abrechnung erstellen soll, hat immer bei der Technik nachfragen müssen, ob das alles so weit passt. So, also, jetzt kann man dieses Problem der Rückfrage aufdröseln und sich überlegen, was wird denn eigentlich genau nachgefragt? Wird die korrekte Leistungsposition an sich nachgefragt oder gibt es Rückfragen zum Thema Menge, also wie oft ist da was gemacht worden oder wie viel ist verbaut worden? Gibt es eine Rückfrage, ob der korrekte Preis drin ist, dass man da wirklich nachschauen muss? Wo tritt denn das Problem eigentlich wirklich auf oder wann tritt das Problem wirklich genau auf? Gibt es diese Rückfragen zum Beispiel bei allen Arten von Kunden oder nur bei speziellen Kunden oder nur einzelnen Kundensegmenten? Und gehen die Rückfragen denn eigentlich immer an die gleiche Person bei der Technik oder geht es an das gleiche Team in der Technik oder gibt es da keine Auffälligkeiten? Also indem man wirklich anfängt, das zu aufzudröseln und zu fragen, was passiert denn da eigentlich wirklich, dieses Verständnis herausarbeiten, das ist Teil eben von Ihrer Prozessanalyse. Und indem man das Problem zerlegt und mit Zahlen zur Häufigkeit hinterlegt, kann man das eben auch in einem Pareto-Diagramm abbilden, wo man entsprechend nach der Häufigkeit die jeweiligen Fehler eben absteigend sortiert. Und damit hat man auch dann eine gute Entscheidungsgrundlage, an welchem einen Teilproblem, nämlich dem mit der größten Häufigkeit, man jetzt arbeiten möchte. Also bitte nicht sofort alle Arten von Rückfragen versuchen, es abzustellen, sondern es gibt vielleicht einen bestimmten Typus in meinem Beispiel, der am meisten auftritt und um den kümmern wir jetzt, weil dann haben wir schon mal relativ viel geschaffen. Und die Prozessanalyse kann jetzt auch weiter vertieft werden, indem man eben Werkzeuge wie das Fischdiagramm oder Ishikawa-Diagramm verwendet oder die 5x-Warum-Technik einsetzt und was es alles für genauere Analyse-Werkzeuge gibt, die wir übrigens in weiteren Videos alle entsprechend aufgreifen werden. Deswegen abonnieren Sie unseren Kanal, dann verpassen Sie nämlich nicht diese neuen Videos alle, die sich vertieft mit dem Thema Prozessanalyse, Werkzeuge und Methoden dann wirklich beschäftigen. So, und danach geht es dann in die Prozessoptimierung und das Problem an seiner Wurzel entsprechend abzustellen. So, jetzt haben wir noch ein paar Tipps, also Praxistipps eben zum Thema Prozessanalyse, die ich Ihnen gerne noch mitgeben möchte. Braucht es denn eigentlich den Prozess überhaupt oder kann er ersatzlos entfallen? Diese Frage sollten Sie am Anfang wirklich stellen, denn was entfällt, muss man weder analysieren noch optimieren. Also gerade in größeren Betrieben, schon fast industriell Betriebe, gibt es ja ganz, ganz viele Reports, die erstellt werden für den Vorstand oder für die Geschäftsführer oder für wen auch immer. Und dann zum Schluss ist ganz viel Arbeit und Mühe reingesteckt worden mit sehr vielen Schwierigkeiten, Rückfragen und Ähnliches. Und dann liest ihn zum Schluss keiner. Also ist die Frage, braucht es dann den Prozess überhaupt oder erstreicht man ihn einfach ersatzlos? Weil damit hätten Sie eigentlich den größten Hebel schon gefunden gehabt. Wenn es den Prozess aber dann tatsächlich braucht, zum Beispiel Kundenabrechnungen, in meinem Beispiel, ist klar, braucht man, sonst kriegt man kein Geld, dann suchen Sie doch anschließend nach Gründen und Lösungen, die für eine fehlerfreie Prozessleistung garantieren. Also selbst wenn der Prozess dadurch zunächst etwas langsamer wird und vielleicht auch etwas umständlicher wird, weil man Kontrollen einbauen muss und Ähnliches, sorgen Sie zuerst dafür, dass der Prozess fehlerfrei läuft und damit seine Effektivität beweist.
Und dann am Ende des Prozesses muss also ein fehlerfreies Produkt oder eine fehlerfreie Leistung stehen. Und erst danach kümmern Sie sich um die Fragen nach der Effizienz von Ihrem Prozess. Sie suchen dann also nach Möglichkeiten, den fehlerfrei funktionierenden Prozess zu beschleunigen, indem Sie zum Beispiel Wartezeiten ausfindig machen, Rückfragen analysieren, Medienbrüche sich anschauen, wie oft muss ich zum Beispiel irgendwo in verschiedenen Softwaren irgendwas umeinander kopieren, indem Daten abgetippt werden müssen von Lieferscheinen woanders hin, indem Laufwege analysiert werden und Ähnliches. Und die 8 Verschwendungsarten nach dem Lean-Management sind dabei also eine sehr, sehr gute Hilfe, systematisch nach diesen Beschleunigungschancen zu suchen. Also wirklich schneller werden. Wie sehen Sie jetzt dieses Thema Prozessanalyse? Nutzen Sie schon systematisch Prozessdaten, zum Beispiel zur quantitativen Analyse von Ihren Prozessen? Und wenn Sie die noch nicht nutzen sollten, warum noch nicht? Das würde mich sehr interessieren, was Hinderungsgründe sind, weil dann würde man das nämlich gerne mal mit aufgreifen, wenn Sie mir das in die Kommentare reinschreiben und manchmal vertieft beleuchten, wie man vielleicht solche Probleme umschiffen und lösen könnte. Und da freuen wir uns schon auf die neuen Videos drauf. Wir machen zum Thema Prozessanalyse noch eine ganze Reihe, wo wir auch noch viel mehr auf die Methoden eingehen. Deswegen schreiben Sie rein in die Kommentare, was Sie auf jeden Fall interessiert und was Sie sehen möchten. Und wir sehen uns im nächsten Video. Herzlichst, Ihr Axel Schröder.